Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Mama Kühlchen. Mein Name ist Katja, ich bin 39 Jahre alt, wohne mit meinen drei Kindern und mit meinem Mann in einem schönen kleinen Häuschen in einer kleinen Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Und heute habe ich mir überlegt, ich habe ja gesagt, ich mache so ein bisschen Putzurlaub und möchte aber euch nicht ganz auf dem Trockenen stehen haben. Deswegen habe ich mir überlegt, mache ich ein bisschen Follow Me Around und nehme euch ein bisschen mit durch meinen Tag. Wobei das Mitnehmen auch irgendwann aufgehört hat, weil ich habe nichts mehr gemacht. Naja, auf jeden Fall, hier habe ich jetzt gerade eine Maschine Wäsche angemacht, denn die macht keinen Urlaub, die Wäsche. Wobei ja zwei Kinder im Urlaub sind, deswegen habe ich aktuell wenig Wäsche. Also alle zwei Tage statt jeden Tag eine Maschine, das reicht voll und ganz. Das ist echt fast wie Urlaub, mega, richtig toll. Ich war duschen, mache jetzt hier ein bisschen Hautroutine. Denn die habe ich echt vernachlässigt in letzter Zeit. Deswegen kommt da ein bisschen, Cleansing. Was war das? Das war, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Peeling, genau. Ein bisschen Peeling, richtig. Und da nutze ich halt gerne im Moment das von DM. Eigenmarke von Balea, das chemische Peeling. Oder das Enzym Peeling Powder. Habe ich aber hier nicht angewendet, sondern nur das normale Waschpeeling. Und jetzt von Salted ein Toner. Ein Tropfen. Die sind gegen Pickel und Mitesser. Weil ich habe ja nach wie vor oder ich habe ja immer Probleme mit Pickeln. Und da nutze ich das Produkt oder die Produkte von Salted sehr gerne. Habe mir auch Neues bestellt. Ich habe nämlich wieder so ein Newsletter. Manchmal lohnt sich die Newsletter wirklich. Und 50% konnte man sparen. Und da habe ich wieder zugegriffen. Habe mir meine Lieblingsprodukte wieder nachbestellt. Das könnt ihr auch gleich sehen. Die Lieferung kommt zufälligerweise heute an. Und nutze ich sehr gerne. Es ist in diesem Fall auch unbezahlte Werbung oder gar keine Werbung. Ich habe mir das einfach privat bestellt. Ich hatte ja mal eine Kooperation mit Salted. Das ist aber irgendwie im Winde verlaufen, aber die Produkte, genauso wie hier Poda, nutze ich trotzdem sehr gerne. Und wenn ich kann und brauche und auch möchte, dann bestelle ich mir die natürlich auch sehr gerne nach. Ja, ich föhne mir die Haare und ich föhne mir die Haare. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me?
hatte mal wieder Bock auf Schmuck. Das habe ich jetzt länger nicht mehr getragen. Und wie gesagt, hatte ich jetzt einfach mal Bock drauf. Ich habe auch zufälligerweise Ohrringe gefunden, die zu der Kette passt. Kette ist ja nach wie vor, trage ich sehr gerne meinen Punkt. Und hier ist wirklich mein Lieblingsschmuck von Mai, also mein Lieblingsring von meinem Punkt. Und seitdem ich diesen Kapselriss hatte am Fingergelenk, ich krieg den Ring nicht mehr an. Was mache ich denn jetzt? Hilfe, der passt einfach nicht mehr. Voll schade. Naja, vielleicht irgendwann dann doch mal. Ja, wir haben übrigens uhrzeitmäßig, ist da glaube ich noch vor 7 Uhr oder kurz nach 7. Ich musste nämlich relativ früh mit Luca zu einem Arzttermin. Ich bin ja noch recht früh aufgestanden und wollte jetzt im Garten mal nach dem Rechten sehen. Hab gesagt, nehme ich mal die Kamera mit und bin hier mit euch am Erdbeerfeld. Anführungsstrichen. Ja, ich habe da 6 Erdbeerpflänzchen. Einer davon ist immer tragend. Habt da gesehen. Ich habe die übrigens abgepflückt. Sie war sehr sauer. Ja, aber ich musste sie abpflücken, weil normalerweise macht das der Niklas, aber der ist ja im Urlaub. Ja, ihr seht hier unsere verbrannte Wiese. Da hat das ganze Neusehen. War im Moment ein Satz mit X, aber mal gucken, was noch so wird. Ja, hier mein Lavendelhang. Ich liebe ihn. Ich musste viele Pflänzchen austauschen, aber das lag wahrscheinlich daran, dass ich letztes Jahr auch Pflänzchen erwischt habe, die nicht winterhart sind. Ich wusste gar nicht, dass es wirklich Lavendelpflanzen gibt, die nicht winterhart sind, aber anscheinend gibt es die doch. Ich habe sie erwischt und habe jetzt, ich glaube, 20 Pflänzchen ausgetauscht, neu gepflanzt und da muss ich natürlich warten, bis auch die nachgewachsen sind. Aber sonst bin ich sehr zufrieden. Ja, Müllabfuhr war an dem Tag echt auch früh fertig. Habe natürlich direkt die Tonnen reingeholt. Es kommt doch mal vor, dass die bis nachmittags an der Straße stehen. Aber in dem Fall war ich ja eh gerade im Garten, habe gesehen, die ist durch. Und habe die Tonnen mit reingebracht. Ich so, ach komm, nimm die Kamera mit, wie du die Mülltonnen reinbringst. Mein Mann hat an dem Morgen gedacht, die spinnt, die Alte. Genau, da der Mann dann auch schon wach war, durfte ich das Bett dann auch schon machen. Ich wollte so viel wie möglich auch geschafft haben, da ich nachmittags vorhatte, noch ein bisschen rumzufahren. Wir wollen ja so einiges umgestalten im Haus und vor allem im Wohnzimmer. Und da hatte ich dann mir überlegt, dass wir doch ein bisschen durch die Baumärkte hüpfen können. Dann nehme ich euch auch ein bisschen mit. Und ich weiß gerade nicht, wie in welcher Handvoll ich gefilmt habe. Ich glaube, wir sind aber auch erst mittags losgefahren, aber das seht ihr gleich. Aber ihr könnt nicht sehen, was wir gekauft haben. Das wird eine Überraschung bleiben. Eventuell kann es sein, dass ihr auf Instagram schon gesehen habt, was passiert ist, aber bis jetzt ist es ein Geheimnis. So, und nach dem Arzttermin wollte der Luca natürlich auch wieder ein bisschen bespaßt werden. Und da haben wir uns bei der Annalena ein Spiel geklaut. Und zwar, da steckt der Wurm drin oder da ist der Wurm drin. Ich weiß es gerade, ich habe es eben gesehen, den Titel. Ich finde das Spiel ganz ulkig und es ist nicht so, es dauert nicht so lange, dieses Spiel. Und das ist für, ich sage jetzt ADHS-Kinder gut, weil dieses Spiel halt nicht so langwierig ist. Ne? Also das ist... Konzentration lässt ja bekanntlich bei ADHS sehr schnell nach und in dem Fall kurzes Spiel und es funktioniert wunderprächtig. Jetzt höre ich aber mal auf zu quatschen, weil ihr könnt jetzt hören, wie wir so spielen. Ich auch nicht. Immer noch nicht? Halb fast. Fast. Halb fast? Okay. Ja, fast. Ich hab's draußen. Ja, bitte rot. Gelb? Gelb. Ja! 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 Super! Oh! Oh nein! Aber Mama, das ist draußen. Blau haben wir nicht mehr, ne? Gelb! Wow, okay. Schon wieder rot? Ja. Oh. Ja! Was fuddelst du denn da jetzt? Guck mal, dein Wurm ist schon so lang, der Kopf ist abgebrochen.
Ja. Aber schau mal, wie lang mein Wurm. Das Spiel Die Affenbande habe ich diese Woche beim Netto entdeckt. Die hatten da so einen hübschen Aufsteller mit Spielen in verschiedenen Altersgruppen. Das habe ich gekauft und das ist auch richtig super, weil es dauert auch nicht so lange. Wir haben es richtig toll gespielt und er fand es richtig super klasse. Ja, hier ist meine Salted-Bestellung. Wie gesagt, ich liebe vor allem diese Anti-Pickel-Produkte. Ganz ehrlich, also die finde ich von Salted echt am besten. Ich kombiniere ja mit DM-Produkten Salted Yepoda. Da habe ich so meine Kombination, die ich mir da zusammengestellt habe. Und wenn ich es wirklich regelmäßig anwende, bin ich absolut super zufrieden. Ja, und dieses B-Routine, dieses Peeling Powder ist mit dabei, ne? Genau. Ich freue mich sehr, euch heute das Kochgeschirr-Set von Redchef vorstellen zu dürfen. Und was mir als erstes besonders aufgefallen ist, ist diese umweltfreundliche Verpackung. Wer hat nicht schon mal Kochgeschirr eingekauft und es war alles einzeln in Folie und oder Luftpolsterfolie verpackt? Das ist hier nicht der Fall. Alles in Papier und Pappe eingewickelt, auch hier kratzfest und bruchfest eingepackt. Und ihr habt kein nerviges Plastik, was ihr dann irgendwie nachher noch entsorgen müsst, sondern Papier. Und das könnt ihr zur Not auch noch wiederverwenden. Ja, dieses Geschirr, dieses Kochgeschirr besteht aus einer Stielkasserole. Es ist dieser Topf, 18 cm Durchmesser mit einem Glasdeckel, einer 24 cm Pfanne und einer 28 cm Pfanne. Und hier das Gadget hoch 10. Ein abnehmbarer Griff. Ihr könnt diesen einen Griff auf alle drei Teile gleichmäßig verwenden. Das heißt, ihr könnt ihn dran machen, ihr könnt ihn abmachen. Ob auf den Topf oder auf die Pfannen. Und er hält wirklich das Versprechen. Er hält auch das Geschirr mit dem Inhalt, mit eurem Essen da drin. Das bricht nicht ab, es wackelt nicht, es ist wirklich bombenfest und sicher. Ich habe es natürlich direkt getestet und habe gekocht. Was mache ich auch sonst damit? Ich habe hier weniger Fett benutzt, wie ich sonst zum Anbraten meiner Zwiebeln nutzen würde. Ich habe das hier erwärmt und habe dann die Zwiebeln angeschwitzt und habe danach auch direkt die Champignons. Und dann habe ich wirklich mal versucht, diesen Topf zu ignorieren. Also ich habe wirklich selten gerührt. Und ihr könnt sehen, es ist top, keine Verfärbung im Topf zu sehen und auch nicht angebrannt. Ihr könnt da ruhig auch jetzt mit den Gewürzen, es entstehen keine Verfärbungen im Topf. Und jetzt mache ich gleich was, weil ich sonst eigentlich, klar, ich schütte das sonst auch da rein, lasse es aber nicht einfach so vor sich herköcheln. Sahne. Angebrannte Sahne, das passiert super schnell und ihr seht, das kocht richtig. Aber ich muss da nicht ständig rühren, weil einfach dank dieser Keramikbeschichtung, die innen und außen ist, nichts anbrennt. Ja, jetzt kann ich hier gemütlich den Deckel drauf machen, habe natürlich die Hitze reduziert. Und auch den Griff ab. Und jetzt gehe ich darum, ich mache jetzt die Schnitzel. Ja, auch hier, die Schnitzel werden jetzt rundherum goldbraun gebraten, um danach im Ofen weiter zu garen. Und die Hitzeverteilung ist wirklich auf der gesamten Fläche in dieser Pfanne und nicht nur punktuell in der Mitte, sondern wirklich auf der ganzen Fläche. So, und damit das jetzt im Ofen nachgaren kann, nehme ich mir natürlich eine Pfanne, mache den Griff dran, gehe zum Ofen, schieb die Pfanne rein und mach den Griff ab. Wie praktisch ist das bitte? Die Reinigung ist auch absolut easy. Ihr könnt hier sehen, ich habe auch draußen gematscht und es ist überhaupt kein Problem, weil diese Pfannen und der Topf sind innen und außen keramikbeschichtet. Das heißt, ihr könnt eure Reste sehr gut und sehr leicht abspülen. Dazu reicht einfach ein weicher Schwamm
ein bisschen Spülmittel. Ihr braucht da gar nichts irgendwie Kratzendes oder irgendwas. Wirklich weicher Schwamm und Spülmittel reichen schon. Und ihr seht, wie schnell das geht. Alles ist blitzeblank sauber. Ja, sauber. Und ihr könnt auch sehen, jetzt hier diese fettverschmierte Pfanne, die ist auch super easy sauber gemacht. Hallo? Was will man mehr? Ja, ich weiß, was man mehr will. Man möchte es in die Spülmaschine packen. Und das ist bei diesem Kochgeschirr möglich. Es ist spülmaschinengeeignet und es kommt auch so wieder raus, wie ihr es reingetan habt. Naja, mit dem Unterschied, jetzt ist es sauber, aber die Keramikbeschichtung ist unbeschädigt. Und jetzt, Leute, härtet der Gegner, Endgegner, Pfannekuchen. Wer kennt's nicht? Die pappen in der Pfanne an. Nein, seht ihr diese wunderbare Keramikbeschichtung, wie fluffig dieser Pfannekuchen durch die Pfanne schwingt? Und die Reinigung braucht auch einfach nur mit dem Zewa durchwischen. Mehr ist da nicht nötig. Durch die tolle Keramikbeschichtung kriegt ihr alles wieder runter, ohne Verfärbungen zu hinterlassen. Einen Link setze ich euch runter in die Infobox. Viel Spaß beim Ausprobieren. So, wie ihr seht, wir sind unterwegs, beziehungsweise sind auch gleich schon da. Ich habe euch nicht den ganzen Weg mitgenommen, das wären 20 oder 25 Kilometer gewesen. Das wollte ich euch nicht antun. Das wäre zu langweilig geworden und selbst das hier ist zwölffache Geschwindigkeit. Ja, wir sind gleich da. Wir fahren jetzt erster Stop Bauhaus. Und unser Wunsch ist ja Tapete und oder Farbe. Ja, ob wir fündig geworden sind hier im Bauhaus? Nein, sind wir natürlich nicht. Weil die Auswahl dieser Tapeten... Hallo? Das ist doch hässlich. Nee, also ich habe da jetzt nichts gefunden. Farbtechnisch, ja, da waren so schon meine Favorites. Aber 2,5 Liter für 40 Euro, das haben wir dann auch nicht eingesehen. Deswegen haben wir gedacht, naja, gut, dann fahren wir gleich noch woanders hin. Ja, ich habe euch hier ein paar Aufnahmen gezeigt. Wir sind noch so ein bisschen durch den Baumarkt gebummelt. Luca hat schön brav im Einkaufswagen gesessen. Das brav, weil wir hatten die Switch dabei. Ne? Also manchmal muss man wissen, wie man das Kind dann doch beschäftigen kann. Ich glaube, wir hatten da jetzt auch mittlerweile 1 Uhr. Energie war bei ihm raus. Deswegen musste da ein bisschen Beschäftigung her. Tue mich ja nicht leicht in Farbentscheidungen. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, komm, hier sowas Richtung 19 und 20, das wär's. Ja, es wurde es aber nicht. Wir haben echt nichts gefunden im Bauhaus und haben dann gesagt, los, komm, lass mal in den nächsten Ort fahren und einmal den T-Lox durchstöbern. Mein Mann war da nicht im T-Lox, er war auch nicht so begeistert, dass er da hinfahren soll, aber ich wollte das, also sind wir zum T-Lox. Ich mag diesen Laden. Und ob wir was gefunden haben, erfahrt ihr, wenn ihr bei mir bleibt. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.